Ja, Demokratie neu beleben geht ja erstmal von der Fragestellung aus, dass wir ganz erkennbar eine Krise der repräsentativen Demokratie, vielleicht der Demokratie überhaupt haben. Und darüber möchte ich mit den beiden Gästen sprechen. Und ich fange an, zunächst mal kurz John Lanzmann vorzustellen. John ist seit einiger Zeit Mitglied der National Executive der Labour Party. Das ist, glaube ich, für dich eine neue Entwicklung, denn du hast jahrzehntelang für innerparteiliche Demokratie eher als Basisaktivist gekämpft in der Campaign for Labour Party Democracy und maßgeblich dann in den letzten Jahren als eine der prägenden Figuren von People's Momentum. Jetzt also Mitglied der National Executive der Labour Party, die dicht vor einem Parteitag steht. Wir sprachen gerade darüber, der interessant zu werden verspricht, Stichwort Frage, wie umgehen mit dem Brexit und der Situation, in die die konservative Regierung Großbritannien führt. Ich werde gleich John bitten anzufangen. Gesprächspartner ist Dietmar Bartsch, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken, vorher diverse andere Funktionen als Bundesgeschäftsführer, als Bundesschatzmeister, also schon eine Reihe von Tätigkeiten ausgeführt, und zwar sowohl in der parlamentarischen als auch in der parteipolitischen Rolle. Und darüber würde ich nachher gerne auch ein bisschen sprechen. Zunächst aber, John, würde ich dich bitten, kurz nochmal einführend zu sagen, was macht den Erfolg von People's Momentum aus? Was ist dieses Motiv, Menschen, gerade junge Menschen, zu mobilisieren, zu gewinnen, Demokratie selbst in die Hand zu nehmen? Vielleicht so eine kurze Schilderung erst einmal dazu. Okay, thank you very much, Florian. Momentum grew out of Jeremy Corbyn's first leadership election, and of course that campaign started with not even being certain that Jeremy Corbyn would be on the ballot paper and be there for people to vote for. So the first stage was getting them there. Once he was on the ballot paper, we had to run the real campaign. We'd only started talking about what that campaign would involve the previous day, right? So you must understand that there was no planning behind any of this. We had to make it up as we went along. And what we didn't predict was what the response would be to Jeremy Corbyn standing, because from day one of him being on the ballot paper, and particularly from the first time he engaged in a public debate, it was new and surprising, and not only to the people who were in the room to hear what he said, but to journalists who therefore reported it, and we got much better and much more positive coverage because what he was saying was new and surprising to everyone listening. And that was because for many years it had not even, there was no alternative to austerity and neoliberalism being expressed by any significant British politician. And, before the 2015 general election, at the conference, our national policy forum where the final policies for the period for going into the election were agreed, we wanted to get an anti-austerity proposal onto the agenda. And it was a very simple proposal. They tried to keep it off the agenda. We simply wanted that if we won the election, we would have an emergency budget for jobs and growth and to end the policies of austerity. And we were allowed only 1 minute to move this motion. And Ed Balls, the shadow chancellor, finance minister, had only 1 minute to respond. So we were allowed a 2 minute debate on austerity. That was all under Ed Miliband's leadership, who did take the party somewhat to the left. So the first thing is it was the message, all right? It wasn't the person.
It wasn't the organization, you know, the skill of our organization. It was the message, the politics of that message that created the response. And the response was massive. You know, we started organizing meetings in small halls and they filled up and then we booked bigger and bigger halls. And eventually there were queues around, you know, several blocks for people to get into the meetings. And we made videos of the queues, you know, and followed the queue around through the streets. You know, the public response on social media went viral. And we had this flood of people, of enthusiastic people in our headquarters. You know, we had phone banks with hundreds of people in the center of London and other big cities. You know, people who were mainly young and enthusiastic. And momentum was set up to capture this enthusiasm and energy. And that doesn't mean to say that everyone who joined and every member of Momentum is young, by the way. Actually, the profile is pretty similar to the profile of the Labour Party, though the Labour Party is now representative of the population, whereas in 2014 it was really not representative of the population. It wasn't quite as old as the Conservative Party, but you know the biggest cohort in were people in their 60s. And then it was people in their 50s and people in their 70s. Now, the biggest cohort is people in their 20s, which is, you know, actually right for the in accordance with the population. So, momentum grew out of that, and of course, we had to fight the same campaign again the following year in the second leadership election, and there it was Momentum that ran that campaign. And we did manage to reach even greater heights. The membership increased again, so that in those two election campaigns, we managed to more than treble the membership of the Labour Party to almost 600,000. We obviously consolidated Jeremy Corbyn's position. And as leader, and everyone accepted from 2016 that he could not be removed as Labour leader. But we had to do other things. We had to ensure that it stayed that way. And that involved democratising the Labour Party. It involved capturing the bureaucracy of the party. Because at the time, Jeremy Corbyn may have been leader, but it was as if, you know, for Die Linke, you know, you had control of the party and your national committee, but unfortunately the SPD was running the bureaucracy. That's how it was in the Labour Party. The bureaucracy was actually opposed to the leadership. The General Secretary was opposed to the leadership. Didn't say so, but he was essentially working with the opposition. And that has now changed. We now have a General Secretary who supports Jeremy Corbyn, and gradually new appointments are being made, particularly at senior level, which are changing the nature of the bureaucracy. There's further to go, but we are getting there. So, but it's still important that we have party democracy, because Momentum's role is not just for now, it's also for the future. You know, at some point, Jeremy Corbyn will stop being a leader. We want to be able to elect, at least to have the opportunity to vote for, a leader who supports the aims and objectives of Jeremy Corbyn. To do that, we must make changes, and we must have a system whereby policies and decisions made by the party are reflect the views of the members. We want a member-led party. And so that is what Momentum is committed to, and many of these debates, particularly about party democracy, will be very present at our conference, the Labour Party conference, in just over a week, which I know Florian is coming to. We still haven't gotten invitations. We will have to do something about that. Okay, so I hope that gives you a picture of Momentum. Okay. Thank you very much, John. And of course, a lot of people are looking to the development of the Labour Party and to the role of the People's Momentum. The only problem is everyone on the left is quoting Jeremy Corbyn, but the conclusions, what these meant, are sometimes very different. So inside the left party, some persons from very different quarters are quoting Jeremy Corbyn, but not meaning the same. So this is always a problem about quotations.
Dietmar, John hat eben angesprochen, also wie erhält man Enthusiasmus von jungen Aktiven, die in die Politik gehen, in dem Falle, was Jeremy Corbyns Unterstützung anbelangt, auch großen Erfolg haben. Du bist gerade im Wahlkampf in Bayern unterwegs. Ich kannte auch ein bisschen die Strukturen der PDS und der Linken in Bayern. Das war lange Zeit nicht unbedingt der stärkste Landesverband, zumindest nicht zu PDS-Zeiten, vielleicht auch nicht danach. Jetzt sind da eine Menge junger Leute nachgekommen, die, glaube ich, richtig gut sind. Gleichzeitig ist das Land ziemlich groß. Wie erhält man diesen Enthusiasmus? Du hast ja gestern gesagt, was passieren würde, wenn wir in den Landtag dort einzögen. Du hast gesagt, Gregor Gysi müsste sich aus der Politik zurückziehen, weil er das mal versprochen hat. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Wie erhält man diesen Enthusiasmus, an etwas zu arbeiten, auch in Zeiten der Niederlage? Und wie kann man dieses Potenzial an Aktivität in einen dauerhaften demokratischen Prozess halten? Naja, also wenn ich jetzt den bayerischen Wahlkampf, ich bin gestern in Nürnberg gewesen und wenn das sozusagen dieser Eindruck für den gesamten Wahlkampf überall genauso wäre, also dann bin ich nicht nur für 5% sicher, sondern weit höher. Es ist schon eine besondere Situation, Nürnberg ist ja eine der größeren Städte, dort ist in der Stadt gibt es 460 Mitglieder, was sehr viele ist, ich meine, mein Wahlkreis ist Rostock, da gibt es nicht so viele. Und der Enthusiasmus in Wahlkämpfen ist dann besonders zu erzeugen, wenn es richtig um etwas geht. Und in Bayern geht es richtig um was. Es gibt nach der Umfrage, die es gegeben hat vorgestern, wo Infratest uns in Bayern bei 5%, ich meine, das ist eine singuläre Umfrage, aber für die bayerischen Genossen und weit darüber hinaus ist das wahnsinnige Motivation. Wir können es schaffen. Und das ist immer die entscheidende Frage. Du brauchst für jede Kampagne, das ist erstmal, hat noch nichts mal was mit links zu tun, brauchst du ein Ziel und eine Motivation, worum es geht. Und in Bayern ist die so. Also ich kann das ja aus meiner Urzeit, ich bin ja nun schon länger dabei, und im vorigen Jahrhundert hatten wir mal als PDS das Ziel, als Fraktion in den Bundestag zu kommen. Und das war ein extrem enthusiastischer Wahlkampf, damals 98, wo wir es dann auch mit 5,1% geschafft haben. Ein Riesenerfolg. Selten haben wir so gefeiert wie damals, also 94 auch, als wir reingekommen sind. Aber diese Ziele, die sind enorm wichtig. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, was wir bei letzten Wahlkämpfen durchaus hatten. Also für viele Menschen ist jetzt die Frage, ob die Linke 9,2, 8,2 oder 11,2% hat, relativ egal. Weil die sagen, na gut, ihr werdet Opposition sein, das ist schön, ihr macht euren Job. Also ich habe sogar solche Sachen gehört, na weißt du Dietmar, wenn ihr nicht so viele seid, dann hast du nicht so viele Probleme. Das ist zwar großer Unsinn, aber das gibt es in der Denke. Deswegen ist das eine der zentralen Fragen, die nicht einfach zu beantworten ist. Also in vielen Ostländern bei Landtagswahlkämpfen war es dann häufig so, über Jahre, die Mobilisierung, wir wollen einen Politikwechsel, der natürlich auch mit einem Regierungswechsel verbunden ist. In den Ostländern ging es immer darum, auch mit regieren zu wollen. Im Westen ist es in der Regel die Motivation, wir wollen reinkommen. Und ganz im Gegensatz dazu war ja das bei Corbyn, war es ja so, das war zunächst mal ein Inhaltspunkt. Es war eine Politik, wo Labour nicht so weit weg war von den Tories. Und da gab es eine Motivation. Das ist in Deutschland auch durch Wahlsystem natürlich etwas schwierig, weil Corbyn ging es darum, dass er Premier wird. Wenn die Linke einen Wahlkampf führt, ist ja selten einer, wahrscheinlich machen wir das in Thüringen das erste Mal in dieser Form, wir wollen Ministerpräsidenten verteidigen. Aber ein Ministerpräsident hat natürlich auch wiederum seine Grenzen, weil er immer an Bundesgesetzen, da ist nur begrenzt Einfluss zu nehmen. Also diese Frage der Motivation ist eine ganz zentrale, aber um deine Frage zu beantworten, eine Umfrage, nämlich die von Infratest, dass wir da reinkommen können, hat den Enthusiasmus in Bayern extrem befördert. Ich habe das gestern erlebt, das war, wie gesagt, der Saal war voll, die Stimmung war schon, als ich guten Tag gesagt habe, war die Stimmung schon auf dem Siedepunkt. Da ist richtig was los gewesen, die Genossinnen und Genossen haben sich gefreut und ja, das ist ja auch ein Punkt. Das Durchschnittsalter war halt deutlich niedriger als hier auf dem Podium, so circa 30 Jahre jünger. Der Frauenanteil war deutlich höher. Das ist sozusagen die derzeitige Situation und ich finde, ich muss mal nutzen. Ich glaube ja nicht, dass etwa jetzt mit der Umfrage wir drin sind. Das ist ja nicht der Fall. Aber eins ist klar, es lohnt sich zu kämpfen. Ich habe doch gesagt, es gibt 100% demnächst auch wieder eine Umfrage, wo wir bei 4 sind.
Wenn es schlecht kommt, auch eine, wo wir bei 3 sind. Aber ihr wisst, wir können es schaffen bei diesem sehr komplizierten Wahlsystem in Bayern, ist das eine Motivation. Und dann kommt neben der Tatsache der 5% noch ein anderer Punkt dazu. Wir haben in Bayern mindestens 2 Alleinstellungsmerkmale. Das eine ist, im Gegensatz zu allen anderen ist völlig klar, dass wir mit der CSU nicht regieren. Das sieht die CSU so und das sehen wir so. Das ist eine schöne Gemeinsamkeit, das ist ausgeschlossen. Das ist bei den Grünen, bei der SPD, bei den Freien Wählern, bei der FDP nicht der Fall. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, mit dem muss man umgehen. Und ich finde, ein zweites Alleinstellungsmerkmal ist das, was ich vorhin zu uns gesagt habe auf der Bundesebene und in bestimmten Konstellationen, das gilt in Bayern natürlich für Grüne und SPD. Ob die Grünen nur 15 oder 16 haben, ist ehrlich gesagt wurscht. Ob die SPD 13 oder 14 hat, ist relativ wurscht. Aber ob wir 4 oder 5 haben, das ist nicht wurscht. Zumindest mache ich den Appell an diejenigen, die überlegen zwischen den 3 Parteien hin und her zu wahlen. Das ist aber ein fundamentaler Unterschied zum Wahlsystem halt in Großbritannien. Das ist ja eher übersichtlich durch diese Form des Wahlrechts. Bei uns ist das anders, da ist die 5%-Hürde eine Scheidemarke. Wäre die in Großbritannien, würde es vielleicht auch ein anderes Parteiensystem geben. Das ist so. Und deswegen glaube ich, hat das auch Auswirkungen auf Kampagnen, die man macht. Aber der Kernpunkt, da teile ich 100%, wenn du ein klares Ziel hast, kannst du Motivation. Da gilt der alte Satz von Marx, die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Der gilt wie heute, wenn du diese Idee hast, dann wird sie wirklich zur materiellen Gewalt, wenn du die entsprechend kommunizieren kannst. Aber das wird nicht, indem man künstlich die entwickelt, sondern indem es eine gesellschaftliche Grundlage gab. Die gab es bei Corbyn, die gab es bei Sanders, die gab es an anderen Stellen, die gab es eben leider auch bei Macron, die gibt es eben auch auf der Rechten. Und unsere Aufgabe ist genau das hinzukriegen, was nicht leicht ist in Deutschland. Ich würde gerne einen Punkt, ich muss einen Werbeblock für die Stiftung machen, der Spitzenkandidat der Linken in Bayern auf der mittelfränkischen Liste ist Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also insofern, wenn das klappt, dann verlieren wir einen guten Mitarbeiter, aber das tun wir den dann absolut gerne, ja. Das ist gar keine Frage. Du hast nun aber eben ein Stichwort angesprochen und bei dem würde ich gerne weitermachen und dann das auch nochmal an John geben, weil oberflächlich gesehen ist die Lage in Großbritannien insofern anders, weil wir keine parlamentarisch vertretene Rechtsaußenpartei haben, aber möglicherweise dennoch ein Problem mit der radikalen Rechten haben. Dazu wirst du gleich etwas sagen. Jahrzehntelang war es ja quasi ein Alleinstellungsmerkmal der Linken, der radikaleren Linken, Kritik an der parlamentarischen Demokratie zu üben. Nicht sie feindlich abzulehnen, jedenfalls in großen Teilen nicht, aber sie zu kritisieren. Dieses quasi System stürzende System, kritisch ist in vielen Ländern an die extreme Rechte übergegangen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie soll sich eine Linke verhalten zwischen diesen beiden Extremen, Verteidigung der liberalen Demokratie, auch wenn wir sie als unzureichend empfinden, aber alles, was von rechts kommt, ist mit Sicherheit weit, weit schlimmer. Und auf der anderen Seite gleichzeitig nicht als Teil des großen Mitte- oder Mitte-Rechts-Blocks wahrgenommen zu werden. Ja, das ist wirklich eine ganz zentrale Frage auch für uns. Und wir haben ja die völlig irre Situation, ich habe das in dieser Woche auch im Deutschen Bundestag gesagt, dass ich als Fraktionsvorsitzender der Linken einer der Verteidiger der liberalen oder der bürgerlichen Demokratie bin. Denn im Moment werden genau die bürgerlichen Werte bedroht. Also es ist teilweise wirklich schlimm, was im Deutschen Bundestag, dann noch in dem Reichstagsgebäude, wieder gesagt werden kann. Und da gibt es Reden, also sie sind ohne jede Einschränkung Nazi-Reden. Das muss man ganz klar so sagen. Also beim Innenetat hat da ein AfDler namens Curio gesprochen. Wer sich die Rede mal einmal anhört oder durchliest, das ist ganz klar rechtsradikal, ohne jede Einschränkung. Und da geht es in der Substanz darum, diese Demokratie abzulösen. Also solche Dinge wie stürmt die Funkhäuser, ne, und so weiter, das sind zwar Auswüchse, aber es geht in der Substanz genau darum. Und da es auf fruchtbaren Boden insoweit fällt, dass diese Demokratie mit ihren schwierigen Prozessen, keine Entscheidungen und so weiter, im Übrigen an vielen Dingen auch was dran, gibt es dieses Gefahrenpotenzial. Und deswegen ist eine Aufgabe, das ist historisch schon hin und wieder so gewesen, jetzt auch, hier ein Stück weit Verteidiger dieser Werte zu sein. Denn es kann auch deutlich schlimmer werden. Auf der anderen Seite besteht natürlich genau auch die andere Aufgabe,
die Kritik, die es jetzt häufig von rechts gibt und manche Sätze kann man von links ähnlich äußern. Da müssen wir, logischerweise haben wir auch eine klare Trennlinie. Aber wir müssen gleichzeitig die Aufgabe nicht nur der Grenzen, sondern auch der Notwendigkeit der Überwindung darlegen. Das ist nicht so leicht. Das ist hier so auf einem Podium leicht ausgesprochen. Ich glaube, da müssen wir eine Frage, die wir in der Linken, auch schon in der PDS, nie ernsthaft und zwar auch mit den entsprechenden Schlussfolgerungen behandelt haben. Ich glaube, mir da ein Urteil bilden zu können, weil ich lange in der Parteiverantwortung getragen habe, jetzt in der Fraktion. Die Rolle von Partei, Fraktion, die müssen wir angesichts dieser Situation nochmal anders definieren. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es auch um Verteidigung geht und als Elementardinge, also wenn ich mir anschaue, was passiert, wenn genau diese bürgerlichen Werte ins Wanken kommen. Ein Blick in unser Nachbarland Polen oder nach Ungarn zeigt das ganz klar. Die Gewaltenteilung, Eingriff bei Gerichten, beim Verfassungsgericht, Eingriff in die Pressefreiheit nachhaltig, genau das wollen die. Abschaffung dann auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und so. Alles das kann man nachlesen und deswegen sind wir hier schon in einem Kulturkampf von rechts und in einem Kulturkampf von rechts müssen wir auf der einen Seite natürlich als Linke, wie ich das nenne, Bollwerk für die Menschlichkeit sein, aber auf der anderen Seite eben auch in der Lage sein, bestimmte Bündnisse einzugehen. Und wenn ich dieses eine Beispiel jetzt in kleiner eigener Werbung sagen darf, ja, am Montag habe ich gemeinsam mit Christian Lindner, FDP, und Katrin Göring-Eckert, Grüne, eine Klage gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, Verfassungsklage, vorgestellt. Das ist jetzt nicht so, dass das sozusagen originär jetzt links entspricht, aber dadurch, dass es hier so einen massiven Eingriff gibt, dass wirklich Rechtsstaat, Willkürstaat sich gegenüberstehen, dass die Rechte von die Unterschiede Polizei, Geheimdienste, verwaschen werden, dass es die Situation real gibt, dass es Ausweitung von Befugnissen gibt, dass es einen ominösen Gefahrenbegriff gibt, dass es in Gewahrsamnahme ohne Rechtsbeistand gibt und so weiter. Das sind richtig qualitative Einschnitte in den Rechtsstaat, den ich häufig kritisiert habe und trotzdem, die Entscheidung ist auch in meiner Fraktion völlig einmütig gefallen, ohne irgendeinen Widerspruch, dass wir das machen wollen. Das sagt etwas über Veränderung. Ich finde es ja richtig, dass wir das machen, dass wir diese anderen Kasper da ausschließen von rechts außen und deutlich machen, es gibt eine Opposition, die gegen diese Entwicklung Richtung Willkürstaat etwas macht. Denn hier gibt es im Übrigen eine Verbindung. Wir sind dort auch diejenigen, die 40.000, die in München protestiert haben, wo es wirklich eine Bewegung gibt, die organisiert ist und die natürlich weit über die Linke hinausgeht, die wir dann auch zumindest mit dieser Klage verbunden haben. Das ist eine Riesenherausforderung. Überall, wo ich bin, werbe ich dafür, dass wir überhaupt sehen, was in der Gesellschaft passiert, was sich verändert, welche Gefahren da sind. Dieser wirklich Rechtsruck wird das genannt. Ich sage Kulturkampf von rechts, der ist nicht nur in Deutschland, der ist europaweit, der ist vielleicht in Großbritannien parlamentarisch nicht so manifest. Aber geben tut es das alles auch in Größenordnung, mit dazu auch eine Extremrechte, die wir in Deutschland ja auch noch haben, die sich teilweise in der AfD wiederfindet, aber nicht nur. Das ist eine Riesenherausforderung und in diesem Sinne, ja, jetzt müssen wir diese, als Dialektiker kann man so eine Aufgabe ja annehmen, auf der einen Seite, jawohl, Verteidiger, bürgerliche, liberaler Werte zu sein und auf der anderen Seite trotzdem die Frage des Systems zu stellen, zuallererst anhand der Eigentumsfrage und auch der Überwindung, aber dieses bitte dialektisch. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf die Demonstranten in Bayern, weil das, wenn wir über Ermutigung reden, dann fand ich, dass das ausgerechnet in Bayern, und das ausgerechnet ist schon ein dummes Klischee, 30.000 bis 40.000 Menschen demonstrieren, in Baden-Württemberg, glaube ich, war es fast niemand. Also das ist schon beeindruckend, wenn es dann diesen Widerstand gibt. Oberflächlich gesehen ist in Großbritannien die Lage besser. UKIP, also die rechtspopulistische Partei von Farage, hat stark verloren, sowohl an Labour als auch an die Konservativen, ist wirklich so eine Rechtsaußengefahr in Großbritannien im Moment schwach oder ist sie einfach nur versteckt, weil sie im Parlament nicht vorkommt? Look, we certainly have an active far right in the case of UKIP. I mean, what happened, of course, with the disappearance of UKIP was that they simply moved into the Conservative Party, and you know, the Conservative Party now in government is
dominated not actually by supporters of Theresa May, but by the far-right opposition from people who voted UKIP and some of whom were members of UKIP in the past and who you know, now support essentially the UKIP position. And look, I certainly think that therefore that what's going on in Britain you know, has many similarities with Germany and across Europe and of course Trump in the US. You know, there is a massive growth of the far right. I think it is a priority for us to defend democracy, to oppose the rights of the far right and their, of all of the far right, whether they are whether they can properly be described as fascist parties, and we have enough of them, but also other parties of the far right. But I also think we need to recognize that it is not just about defending democracy. We also have to talk about the failures of parliamentary democracy, because I think that across Europe, parliamentary democracy has failed many, many people. And you know, I think that is the reason, one of the reasons for the big response to Jeremy Corbyn in Britain. And I think that the people who have flooded in to the Labour Party in response to Corbyn are people who you know, have a very, very different view of politics from the view of people who are contained in what we call the bubble of Westminster politics in Britain. And I think we must, you know, our politicians must think outside the bubble as well as, you know, about tactics to be played within the bubble. And, you know, Jeremy Corbyn is someone who, in the many years of being, you know, one of very few voices on the left, on the back benches of the Labour Party in Parliament, he actually spent his time going to picket lines, going to demonstrations, being involved with movements, some of them small and weak at the time, outside of Parliament. And he still does that now. The meetings tend to be bigger now. But, you know, you know, there has been that consistent approach. And, you know, when you have a mass party, which we do in Britain, you know, the important thing is, and when many of those people have come in, not because they want politics done differently by politicians, but because they want to do politics themselves. They want to change things themselves. And, you know, and they can do that. When you're a mass party at a local level, you know, you can give real practical support to people on picket lines, you know, whether it's, you know, the Ryanair workers that Bernd was talking about in the session yesterday, or, you know, health workers, or you know, precarious workers. You can offer practical assistance. You can offer practical assistance to people who depend on benefits, to you know, to migrants who are in extreme need, to you know, people who have you know, who have lost their jobs or face redundancy because of you know, the economic circumstances that our politicians have put us in. So politics is something you can do yourselves. And I mean, Dietmar, you know, also talked about alliances. I mean, we have different circumstances because we have a different electoral system, and you know, we don't have to worry about a 5% threshold, but we have other things to worry about. You know, we have to have a party that's sufficiently broad to win a majority in the parliament, rather than by making coalition deals after the election. And so we have to live in the same party as people with whom we have quite a lot of disagreements. You know, and there are some similarities between that, I think, and you know, you who in the left party who have to enter into coalitions with other parties at you know, at a regional level. So
So I think have I covered the answer? Vielen Dank. Nun gibt es ja eine Forderung, das ist von Land zu Land unterschiedlich, die du hast jetzt sehr stark auf die eine Demokratie, eine demokratische Partei von Aktiven abgehoben, die selbst gestalten wollen und nicht delegieren wollen ihre politische Rolle an Repräsentanten. Eine andere Frage, die Linke hat das in ihrer Programmatik meines Wissens auch schon, die PDS auch immer vertreten, Ausbau von Volksentscheiden, ist in Deutschland mittlerweile auf regionaler Ebene sehr weit verbreitet, auf nationaler Ebene nicht vorgesehen. In Großbritannien gab es meines Wissens 3 Referenden im Laufe der Geschichte, 2-mal zur Frage der Europäischen Union und 1-mal zum Wahlrecht. Und genau diese Frage, aber ein Referendum, was eine hohe demokratische Legitimation hat, die Beteiligung beim Referendum über den Brexit war, glaube ich, über 70%, also weit höher als bei, oder nicht weit höher, aber höher als bei parlamentarischen Wahlen. Genau diese Frage produziert jetzt ein Dilemma, wie damit umgehen. Die Mehrheit der Briten hat sich für den Ausstieg aus der Europäischen Union entschieden, aber die Konsequenzen sind jetzt sehr unklar. Ich will gar nicht so sehr über Europa jetzt reden, können wir auch gerne tun. Ich will über die Frage reden, wie stark sollte sich eine Linke für dieses Instrument von Referenden, von Volksentscheiden einsetzen, oder hat das, es ist ja eine alte linke Debatte, auch Tücken? Right, yeah, okay. There certainly are some pitfalls. There have been 2 important referendums in Britain in the last few years. There's the Brexit referendum, but we should also remember the Scottish independence referendum. Because, you know, the reason we lost the election in 2015 was not because, Ed Miliband may have not moved the party sufficiently to the left, not, he although I think he now says, actually, that he deeply regrets not having been more radical. He's obviously now seen the benefits of being more radical, and, he wishes he had been. Actually, we won seats in 2015 in England, and we won seats in Wales. We were destroyed in Scotland. And that was actually not the fault of Ed Miliband. It was the fault of the years of Blairism, essentially, a complacency. We saw Scotland as being an absolute Labour stronghold, unfortunately, the voters all went to the Scottish Nationalist Party. They were. I'm not a nationalist. In some sense, I see nationalism in Scotland as a tactical question. But the SNP, the Scottish Nationalist Party, for me, their case was not convincing. To stay within Stirling and a claim to be achieving independence, it seems to me, is odd. But the thing about both of those referendums. Is that they didn't just cut across party lines, they cut across class lines. And, they divided parties and they divided classes. And I think, that has actually had long-term damage for not just the Labour Party and the left in Britain and in Scotland. And in Scotland, you actually have the effects of both referendums. And, you will be aware that the Corbyn approach at the moment, whatever people individually think about the benefits of Brexit, personally, I voted to remain in the EU, I haven't changed my mind. Ideally, I would like the outcome of this process to leave Britain still inside the EU. There's plenty wrong with the EU. It's built on neoliberal foundations. Much needs to change, but I think it would be better to be within it. However, the Labour Party has to win both
the votes of people who voted Brexit and the votes of people who voted Remain. And you know, we have the benefit of at least being in opposition and not having to negotiate with the EU. We know that whatever deal the Conservative Party comes back with, it will not be a good deal for British workers. It will not be a good deal for people who are dependent on benefits. It will not help us deliver the economic programme that we need to deliver to address the you know, the fundamental problems of British industry. You know, I think that is a massive problem in it, and it's very similar in Scotland, where you know, we actually SNP voters are attracted by Corbyn. They are attracted by the alternative that we offer. They, you know, had we offered those before, they wouldn't have been attracted by the Scottish National Party. But unfortunately, they are now with the Scottish National Party. They do not necessarily have confidence that Corbyn will win, and therefore the possibility of Scottish independence still appears attractive to them as maybe offering some greater certainty in their minds. And you know, that is the problem with referendums. I think there is a case for having referendums on major constitutional questions. But in those circumstances, personally, I would want to see more than a 50% majority requirement. If you want to fundamentally change your constitution, you know, it shouldn't be by 2%. You know, that is, you know, because inevitably that's going to, the public are still going to be divided. So there are big risks. But there's another use of referendums, and that's internally within the party for decision-making, which I wanted to just comment on as well. I mean, we are a federal party in the sense that we have affiliated trade unions as well as our membership. So we have 600,000 members, but our affiliated trade unions have you know, something like 5 million members. Well, maybe a bit less now. You know, although not all of those members vote Labour, and certainly not all of them support Jeremy Corbyn, it's a link which, to my mind, is what made the Labour Party withstand the pressures that have almost killed off most other social democratic parties around Europe. I think there is a role for referendum in some cases, but I think we also need our conference and our and other decision-making. And I would see these things as complementing one another rather than being alternatives. Vielen Dank. Ja, Dietmar, die Frage von Volksentscheiden. Sie sind ja mittlerweile sehr verbreitet in der Bundesrepublik. Die Linke unterstützt auch viele. John hat eben, würde ich sagen, eine reservierte Bejahung für das Instrument abgegeben, gleichzeitig aber auch stärker innerparteiliche Mitgliederbefragung. Ist das ein progressiver Ausweg auch aus so etwas wie Parlamentsverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit oder gerade vor den geschilderten Umständen AfD auch eine Bedrohung? Also ich will mal einen Punkt vorweg schicken, weil der ist ja für die Diskussion nicht ganz unwichtig. Es ist nämlich ein Unterschied, über Kampagnen und auch Volksentscheide zu reden, wenn du das aus der Sicht einer Partei, die 600.000 Mitglieder hat, bei geringerer Bevölkerung als Deutschland, oder einer Partei, die ich jetzt, um das abzukürzen, ein Zehntel der Mitglieder hat. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied, auch was Mobilisierung, was Chancen betrifft. Das muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen. Ich teile manches von dem, was John gesagt hat. Ich will aber trotzdem mal ein paar Punkte, die man wahrscheinlich auch weiter diskutiert. Vom Grundsatz ist doch völlig klar, eine linke Partei muss demokratische, basisdemokratische Entscheidungen, demzufolge auch Volksentscheide nach Volksbefragung, dreistufiges System, will ich hier alles gar nicht darlegen, muss das befürworten, ist bei uns Programmlage. Ist im Übrigen interessanterweise so, dass dieser Punkt mehr plebiszitäre Elemente im Deutschen Bundestag selbst von der CSU getragen wird, nur von der CDU nicht, und deswegen gibt es das nicht, weil das sozusagen das Kanzlerveto gibt. Das ist schon interessant, dass es auch, wenn man Befragungen in Deutschland sieht, dass es eine Mehrheit gibt, dass man derartige Entscheidungen auch auf der Bundesebene durchführen sollte. Und ich glaube, eine Linke, die sich dem verweigert, wäre völlig falsch, sondern gegenteilig.
Allerdings sehe ich natürlich auch die Dinge, die Menschen nachdenklich machen. Natürlich werden derartige Entscheidungen stark von Medien beeinflusst. Natürlich werden derartige Entscheidungen stark auch von Geld beeinflusst. Selbstverständlich ist es so, dass dort dem Populismus eine Tür geöffnet werden kann. Das sind alles wahre Punkte. Und trotzdem muss für die Linke gelten, wir müssen uns genau diesen Auseinandersetzungen stellen. Denn wenn wir dort nicht mehrheitsfähig sind, dann liegt es vielleicht auch an uns. Wir haben der Auffassung, dass wir Mehrheitsinteressen vertreten. Wir sind auch in vielen Fragen mit Mehrheiten. Selbst wir als Partei Die Linke haben in vielen Fragen Übereinstimmung mit Mehrheiten in der Bevölkerung. Und offensichtlich sind wir aber nicht immer in der Lage, das so hinzukriegen, dass wir dann auch Mehrheiten bei Abstimmung haben. Aber es kann nicht sein, dass wir daraus Schlussfolgerungen, da muss man vorsichtig sein. Das ist jedenfalls meine Position. Nun ist das so, du hast es ja gesagt, es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Gesetzgebungen dazu. Durchaus im Übrigen in Bayern eine sehr fortschrittliche Gesetzgebung. Und durchaus in Berlin auch eine fortschrittliche Gesetzgebung. Und ich weiß ja auch, dass daraus folgernd die Linke in Berlin auch zu dem Thema Volksentscheide unterschiedliche Sichten hat. Wenn man selbst in Regierungsverantwortung ist und einen Vorschlag macht, ich will jetzt nur mal das Beispiel Tegel aufgreifen. Also jetzt mal über die Wirksamkeit dieser FDP-Kampagne selber dahingestellt, aber es hat eine Mehrheit so entschieden. So. Nun wird das nicht so sein. Aber da haben wir ein Problem. Wir müssen ja wenigstens noch reflektieren, was wir da ein Problem haben. Wenn die Mehrheit findet, das soll offen bleiben, ich finde das ja falsch, aber darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Müssen wir reflektieren, dass wir da ein Problem haben. Und das heißt auch, dass wir in anderer Weise dann um Mehrheiten kämpfen müssen. Aber ich bleibe ganz grundsätzlich dabei, eine Linke hat das zu befürworten. Wir sagen ja, wir sollten einen Weg finden, wo Wahlen gerade auf der Bundesebene verbunden werden mit plebiszitären Elementen, weil es natürlich die Möglichkeit, oder ich sage mal so, es wird dazu führen, dass Menschen dann sagen, okay, da will ich mit abstimmen. Ich finde das ansonsten alles problematisch, also wird in Deutschland kaum drüber geredet, aber weise hin und wieder darauf hin, dass selbst bei der letzten Bundestagswahl im Bundesland Sachsen-Anhalt es weniger als 70% Wahlbeteiligung gibt. Also ein Drittel der Wählerinnen und Wähler ist da nicht hingegangen, trotz des Angebotes von Linken bis AfD. Darüber müssen wir auch nachdenken, das müssen wir auch reflektieren. Und deswegen sage ich, das ist in der Abstraktion, ja, wunderbar behandelbar, im Konkreten ist das deutlich schwieriger und es ist natürlich Aufgabe an uns. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, wir sollten das innerparteilich durchaus vorleben. Wir sollten uns zwar bei Sachfragen, manchmal wegen meiner auch bei Personalfragen, wobei ich da nur sagen kann, andere Parteien, die das ja hin und wieder gemacht haben, haben damit nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Weil da sind dann viele subjektive Gründe, die eine Rolle spielen, aber sei es drum. Mir würde es vor allen Dingen darum gehen, dass man Sachfragen nach breiter Diskussion demokratisch entscheidet. Da ist es ja so, dass in Großbritannien so viele Volksentscheide hat es ja auch noch nicht gegeben. Das ist ja auch übersichtlich. In Deutschland hat es noch gar keinen gegeben. Wir haben uns ja sehr dafür eingesetzt, dass bei der Euro-Einführung darüber entschieden wird. Und wir haben ja immer gesagt, Euro so nicht. Und alle Bedenken sind auch bestätigt worden. Ich würde mir ja wünschen, dass es in Großbritannien einen neuen Entscheid gibt. Ich freue mich ja, dass John dafür ist, dass Großbritannien in der EU bleibt. Ich würde das gut finden, möglichst mit der Bedingung, dass Jeremy Corbyn dann auch der Premier ist. Das würde in Deutschland manches verändern. Also ja zu Europa mit Corbyn, sonst. Nein, aber ernsthaft, das wäre schon wichtig. Aber ich meine, das Thema, was du aufgerufen hast, ist eines, mit dem wir sehr offensiv umgehen sollten. Denn jetzt ist ja die kuriose Situation, jedenfalls kenne ich das aus dem Bundestag, dass da die von ganz außen, die sind diejenigen, die sich jetzt zu Vorreitern der Demokratie und der Basisdemokratie machen. Und das allerdings kann nicht sein, die meinen in bestimmten Fragen abstimmen lassen zu können und dann sind bestimmte Dinge endlich zu Ende. Das ist, glaube ich, ein falscher Eindruck, weil nach meiner festen Überzeugung haben die in Sachfragen, und zwar bei keiner, eine Mehrheit, wenn da entsprechend argumentiert wird. Aber wir dürfen uns das genau nicht nehmen lassen. Ich will noch mal auf einen Punkt ganz kurz eingehen, weil John hat gesprochen vom Scheitern der parlamentarischen Demokratie. Ich glaube, dass wir dort auch eine differenzierte Betrachtung brauchen. Ja, es gibt Dinge, die offensichtlich gescheitert sind und was man sehen kann. Und trotzdem gibt es Zentralelemente, die auch die Linke verteidigen muss. Zum Beispiel Gewaltenteilung. Ein ganz zentraler Punkt. Also das kenne ich nur aus dem Land, in dem ich mal geboren bin. Es ist elementar
für eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft und demzufolge auch für eine entsprechende Partei, dass wir dieses Prinzip verteidigen. Extrem wichtig. Muss im Übrigen auch innerparteilich gelten. Enorm wichtig. Und so würde ich beim Scheitern der parlamentarischen Demokratie insoweit differenziert daran gehen, dass es Grenzen gibt, dass die offensichtlich sind und dass man sie ergänzen, verbessern, entwickeln muss und darüber dann auch wirklich zu einer Demokratie kommt, die ja Herrschaft des Volkes sein soll. Das ist ja das, wo wir auch in Deutschland an Grenzen kommen. Sieht man ja immer wieder. Und dieses Thema überhaupt zu debattieren, als zentrale Frage der Entwicklung, das scheint mir wichtig zu sein, denn wir haben eine Situation in unserem Land, das ist in Großbritannien auch aufgrund des Wahlsystems etwas weniger ausgeprägt. Bei uns ist die sogenannte Protestwahl eine Wahl mit vergleichsweise hohem Effekt, wo es nicht darum geht, über Regierungshandeln Veränderungen durchzusetzen, sondern wo es darum geht, über Entscheidungen Druck auf Regierungshandeln. Also ich habe diese Art selbst verantwortet. Als PDS haben wir das gemacht, in besonderer Weise als ostdeutsche Interessenvertreterin. Die anderen machen das alles nicht, aber wir. Das wird jetzt, ich will das nicht vergleichen, vergleichen will ich schon, mache ich ja gerade, will das nicht gleichsetzen, aber eine gewisse Ähnlichkeit gibt es zu dem, was die anderen jetzt auch machen mit ihren irren Slogans, die Altparteien und so weiter. Das bedient das. Deswegen, diese Debatte ist eine der zentralen Herausforderungen für Demokratieentwicklung für die Linke. Es darf niemals sein, dass Rechtspopulisten genau die direkte Demokratie für sich okkupieren und meinen, damit Punkte zu machen. Denn da gibt es einen breiten Widerhall und wir müssen den Kampf darum führen. Das ist unsere besondere Aufgabe. Vielen Dank. Ja. Thanks, William. I really want to respond directly to some of the things that Dietmar said. I think it's really important to recognize that democracy is not about, or certainly not just about, structures and processes. You can have different electoral systems, you can debate the merits of those electoral systems, but at the end of the day, democracy is about power. It's about the distribution of power. And, if a democratic process, it may be a good process, but if it fails to engage people, if it fails to distribute power equally in society between people, if it fails to give people control over their own lives, in their communities, in their workplaces, then democracy fails, in my view. I think that is the left view. And, so for me in Britain, some people are very concerned about whether we have the right electoral system. And maybe we do, maybe we don't. I'm not saying it's not an important question, but I think it's secondary to actually the distribution of power in society. And we all now live in societies where power across the world is distributed more unequally than it ever has been in human history, and most of the power is held by a very small elite who live beyond the reach of tax authorities and regulators and it's a worldwide problem the corporations that these elites run are far more powerful than any nation states, US. We're really up against it, and what I think we need to do in society is we need to bring power closer to people. Actually, Germany, the power that resides in the Länder is, the fact that, you go to meetings at the EU and your Länder are represented at those meetings. We don't have that in Britain. Our national government, the only people who go to the EU meetings, we're France is much worse.
I think bringing power, you know, closer to communities, to regions, is, you know, in Britain is really crucial. But also bringing power to workers in the workplace. Again, actually, Germany does a better job than Britain in empowering workers. I don't know, maybe it doesn't feel like that. But you know, we look at with envy at some of the laws that you have had for many years. I'm sure you will tell me why they're not good enough, and I will listen carefully. But for us, you know, a move in that direction would be helpful. But I let me also report, you know, the last general election in Britain, where you know, Jeremy Corbyn achieved the biggest turnaround in any election campaign in British history. You know, we did, and we achieved the highest turnout, you know, that you know, we've had in for a very long time. And the reason it happened was not because the Labour Party had better spin doctors, if you understand that term, better messaging and presentation, but because instead of doing the sorts of things that Blair did to win elections, we presented a bold alternative vision of a different society. And, you know, the people that Momentum mobilised to go to constituencies where Labour had never won before and where we won for the first time, you know, the reason that they were able to win the arguments is because they talked politics to people on the doorstep, on, you know, to people across the fence, to their neighbour, or to people in their workplace, about politics, about, you know, to explain that things do not have to be this way. There is a different way of doing things. And, you know, that was new to people because politicians, including politicians of the left in Britain, had failed to get that across. They had bought into the prevailing assumptions that there was no alternative to neoliberalism, and there is. At the end of the day, democracy is about the distribution of power more than it is about anything else. Ja, ich würde auch noch mal jetzt gleich reagieren wollen. Also erstmal stimme ich in einem zu. Beide Systeme, ich rede jetzt auch zunächst über Wahlen, Großbritannien und Deutschland, sind überhaupt kein Vergleich mit dem der Vereinigten Staaten. Weil da ist es ja so, dass man selbst, wenn man Abgeordneter werden will, also es gibt keinen, der da nicht Millionär ist, in der Regel mehrfacher Millionär. Das ist da nicht im Angebot, weil man gar keine Kampagne finanzieren kann. Also eine solche irre Entwicklung kann es natürlich nicht geben, weil das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, dass die Reise dorthin geht. Und in Deutschland geht sie ein Stück weit genau in diese Richtung. Da könnte ich relativ viel zu sagen. Eigentlich ist der schöne Begriff Demokratie ja Volksherrschaft. Und dazu gibt es den schönen Begriff, wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten. Ich glaube, dass die Wahrheit ja auch irgendwo dazwischen liegt. Auf gar keinen Fall dürfen wir und gerade als Linke das etwa so begreifen, dass es in Abständen von 5 Jahren irgendwie eine Stimmabgabe gibt. Na, dann haben wir verloren. Das ist auch ein Missverständnis von Demokratie. Also ein völliges Missverständnis. Das im Übrigen gilt auch für Parteien, die in Opposition im Bundestag sind, also auch für uns und im Übrigen in besonderer Weise auch für Parteien, die in Ländern oder auch für Oberbürgermeister oder Landräte, wenn sie das versäumen, sich diesem demokratischen Prozess, sich auch der Auseinandersetzung zu stellen, ist die Gefahr nicht ganz gering, nicht wiedergewählt zu werden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und da müssen wir im Übrigen auch anders sein. Das ist, wir versuchen das, also ich selbst mache das, also ich habe jetzt ein Jahr Bundestag, habe ich ordentlich in meinem Wahlkreis das angeboten und habe es auch gemacht mit vielen, wo ein Jahr Bundestagswahl im Bundestag, was heißt das, Ergebnisse, Grenzen und so weiter. Ich finde das enorm wichtig und da muss die Linke anders sein. Und nicht dieses, ich habe meine Stimme abgegeben, jetzt machen wir 4 Jahre was draus, das scheint mir sehr weh. Wir haben aber diese Gefahr des Kaufens, also in, nicht nur in Afrika, es gibt ja nicht wenige Länder, wo sich Konzerne Regierungen kaufen. Und auch in Deutschland ist es so, dass die Einflussnahme von Industrie, Macht und Geld sehr groß ist. Nicht nur über Medienkonzerne, aber sehr wohl über Medienkonzerne. Nicht nur über Spenden von Parteien, aber sehr wohl auch darüber.
habe in Bayern gestern gesagt, natürlich die bayerische Metallindustrie spendet komischerweise vergleichsweise viel an die CSU, aber auch an SPD und Grüne, an uns nicht. Gibt Gründe. An deren Stelle würde ich an uns auch nicht spenden. Das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Aber das sind die kleinen Mosaiksteine. Im Großen geht es um eine andere Dimension. Und das merkt man allerdings über Medienpolitik, die Rolle von Verlagen in unserer Gesellschaft. Ja, die großen Verlage sind in wenigen Händen und sie haben eine große Wirkungsmacht. Das darf man nicht unterschätzen und das ist natürlich auch Aufgabe der Linken, wenn man das schafft, das ist ja der Vorteil, den Corbyn ja hingekriegt hat, dort sozusagen Gegenmacht zu organisieren über Massenveranstaltungen. Das ist ja das, also ich habe ja also nicht so etwas noch nicht, aber kleine Elemente davon auch in der Linken erlebt. Als es den Aufbruch gab damals, als wir bei allen Problemen, die es da vielleicht auch gab, WASG und PDS zusammengegangen sind und wir als Linke angetreten sind, na, da gab es einen Aufbruch. Da waren die Plätze und Straßen voll. Ich meine, das waren die beim letzten Bundestagswahlkampf auch, aber der Aufbruch damals war immer mit viel Hoffnung versehen. Und natürlich ist Jeremy Corbyn auch ein Stück weit Hoffnung für viele. Endlich anders. Und das ist natürlich das Ideale. Und das ist in einer Organisation, wie sie bei uns ist, weil in Großbritannien ist das eigentlich immer noch übersichtlich. Regierung oder Opposition, Punkt aus. Und das wird dann in großer Konsequenz und die Musik spielt halt dort im Unterhaus und Ende. In Deutschland ist das durch unser föderales System etwas anders. Und dann noch zu dem Punkt, ja, im Vergleich zu Großbritannien haben Gewerkschaften, sind auch die gesetzlichen Grundlagen für ihr Agieren deutlich besser. Natürlich, wir haben ein Betriebsverfassungsgerecht, wir haben Gesetz, wir haben Mitbestimmung und wir kämpfen darum, das auszudehnen, das ist alles wahr und da gibt es viele demokratische Elemente. Allerdings ist es auch da so, dass der Neoliberalismus nicht nur den Versuch gemacht hat, sondern sehr erfolgreich war, diese demokratischen Dinge zurückzudrängen. Wir haben nur ein ganz klitzekleines Beispiel. Wir haben jetzt hier gleich auch eine Mietendemonstration und in Deutschland ist zumindest in den Ballungsgebieten das Thema Wohnen, Miethöhe und so weiter ein ganz zentrales. Die eigentliche Ursache dafür ist, dass die Gemeinnützigkeit beim Wohnen abgeschafft worden ist. Und heute haben wir eine Situation, wo es keine Waffengleichheit zwischen, Waffengleichheit, oh, ich ziehe das sofort zurück, man kann nicht auf Augenhöhe zwischen Mietern und Vermietern agieren, weil ein Mieter, der gegen einen Vermieter klagt, das ist für den Vermieter aktuell nicht strafbewehrt. Eine irre Situation. Das gibt es sonst fast nirgendwo. Wir haben dort kein Verbandsklagerecht. Und das alles führt dazu, dass es diese Einseitigkeit gibt und dass man das jetzt zurückerkämpfen muss. Der Kampf, der auf diesem Sektor läuft, ist im Kern ein Kampf um Demokratie. Und im Übrigen ist linke Politik in der Substanz immer der Kampf um Emanzipation und Demokratie. Bei vielen Einzelpunkten, selbst wenn es um Löhne, um Renten geht, ist es im Kern immer wieder eine demokratische Frage. Und da geht es immer auch darum, ob es wirklich die Herrschaft des Volkes oder die Herrschaft von Konzernen gibt. Und wir haben in Deutschland scheinbar eine Situation, wo es die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz gibt. Das ist nicht der Fall. Weder vor dem Gesetz noch bei der Verteilung von Gütern, da schon überhaupt nicht, da ist die Entwicklung sogar kontraproduktiv und auch nicht bei den Fragen von Demokratie. Das ist die zentrale Frage. Da mag es sein, dass auf dem Gebiet, gerade jetzt vom Arbeitsrecht und so weiter, ist das in Großbritannien vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, noch schlechter als bei uns, das ist wahr, aber das ist eben auch ein Kampf im Kern um Demokratie, wo es viele Errungenschaften gegeben hat, die durch deutsche Einheit nicht verbessert worden sind, sondern wo es eher ein Zurück gibt. Und deswegen ist sowohl der Kampf auch um viele Mitglieder in der linken Partei oder eben auch bei Labour, muss immer auch ein Kampf sein, Mitglied in Gewerkschaften zu sein. Gewerkschaften stärken bei allem, was ich da auch kritisieren kann, und da habe ich viel, ist es trotzdem ein zentrales Element, um Demokratie zu entwickeln, weil es dann einen Partner gibt, der wirklich mächtig ist. Denn Gewerkschaften sind am Ende natürlich viel wirkungsmächtiger als die Linke und ihre bedeutende Fraktion und alles, was wir so haben. Das dürfen wir nicht vergessen, dass sich da der Kampf abspielt. Da im Übrigen kann man wirklich von Corbyn lernen, der genau diese Verbindung viel besser hergestellt hat, als das Vorgänger hingekriegt haben. Enorm wichtig meines Erachtens. Vielen Dank. Ich hatte eigentlich noch so eine ganz große Frage, aber die machen wir entweder ganz zum Schluss oder lassen sie auch ganz.
die betrifft so ein bisschen die Frage, wie sie sich beim Brexit gezeigt hat, die Spaltung, die auch durch linke Potenziale durchgeht. Du hast von Kulturkampf gesprochen, das ist ja auch eine Milieufrage. Ja. Ich will noch einen Punkt sagen, den habe ich jetzt vergessen, aber der ist mir wichtig. Wir haben ja in Deutschland, ich vermute die meisten wissen das, eine Situation, dass die Wahlbeteiligung korrespondiert mit Einkommen. Und es ist so, dass die mit den höchsten Einkommen bei Wahlbeteiligung ganz oben geht es in Richtung 100%. Und bei denjenigen, die geringe Einkommen haben, die teilweise ausgegrenzt haben, geht es deutlich nach unten. Und wir haben teilweise Wahlbezirke, wo das dann bei unter 30% ist. Und das sind die, wo Einkommensniveau, Sozialniveau weit unten ist. Das ist für die Linke die zentrale Herausforderung. Weil die Menschen, die sich verabschieden, und ich komme aus Vorpommern und ich kenne das vom Land, das ist jetzt noch eine besondere Situation, wo Menschen einfach sagen, ihr macht nichts mehr für uns, ihr sprecht nicht unsere Sprache, ihr seid viel zu weit weg. Ich dann sage, ich bin gerade hier. Ja gut, du bist jetzt mal hier, aber sonst ist das so und wir werden nicht mehr. Eine ganz zentrale Herausforderung für uns. Wir müssen es schaffen, dass diese Normalität, die es mal gegeben hat, dass die Wahlbeteiligung wenigstens so war, dass sie bei denen mit hohen Einkommen und denen bei niedrigen Einkommen etwa gleich war. Das ist ein richtig zentraler Kampf für die Linke. Vermutlich auch in Großbritannien die Herausforderung, die schnell ausgesprochen ist, aber die nicht so einfach zu bewältigen ist. Das wollte ich nur ergänzen. Ja, ja. Die soziale Spaltung der Demokratie. So, wir haben jetzt seit einigen Jahren sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland wieder ein leichtes Ansteigen der Wahlbeteiligung. Ein leichtes, kein sehr ausgeprägtes, aber sie ist natürlich weit von den früheren Werten entfernt. Vielleicht habe ich zum Schluss noch die Gelegenheit für meine größere Frage. Ich würde aber erst einmal euch, Ihnen die Gelegenheit zu einigen Nachfragen oder Anmerkungen geben. Meine Kollegin würde dann mit dem Mikrofon herumgehen. Krischke aus Brandenburg. Ich lese im Programmheft zu dieser Podiumsdiskussion die beiden Sätze: Zu wenige fühlen sich derzeit ausreichend repräsentiert. Gleichzeitig stehen linke Parteien vor der Herausforderung, für die Menschen eine glaubwürdige Alternative bieten zu können. Das war ja auch einer Ihrer letzten Sätze eben, Herr Bartsch. Ich möchte Sie gerne fragen, wie sich das eigentlich erklärt, dass die Partei, also die Linke, die als einzige für soziale und ökonomische Gerechtigkeit in diesem Land kämpft, echt kämpft, wohingegen die anderen Parteien dem Neoliberalismus anhängen, wieso die bei 10% liegt, obwohl sie eigentlich 99% der Bürger dieses Landes vertritt in ihren Interessen. Also da sind die 1% Reichen und Mächtigen, die Elite, die sind da nicht drin. Das würde mich auch wundern, wenn die für die Linke stimmen würden. Meine Einschätzung ist die, dass es daran liegt, dass die Linke in bestimmten augenblicklich sehr stark diskutierten Themen, konträr diskutierten Themen, insbesondere eben in der Linke, innerparteilich auch, dass sie dort Botschaften aussendet, die bei den Menschen nicht richtig ankommen. Das eine ist das Migrationsthema, wo man also sagt, linke Politik bedeutet Internationalismus und es muss immer für alle sofort alles verbessert werden oder gar nicht. Und ich glaube, dass hier eben ein sehr großer Teil von potenziellen Wählern eben doch nicht das Kreuz bei den Linken macht. Und das, finde ich, ist eine Katastrophe. Und das Zweite ist, da wo ich denke, dass Internationalität gefragt wäre in hohem Maße, das ist das Thema vereintes Europa. Wir brauchen vereintes Europa, sonst kriegen wir den Neoliberalismus nicht bekämpft. Da bietet die Linke auch keine griffigen Lösungen. Auch da ist das viel zu diffus. Und ich möchte Sie also fragen, wie Sie das sehen. Vielen Dank. Ich gucke jetzt erstmal noch, ob es ein, zwei weitere. Das waren im Prinzip schon die beiden
Sprengfragen, die ich eigentlich dann zum Schluss stellen wollte. Vielen Dank. Ich glaube, Europa ist für John ein bisschen komplizierter und das andere möglicherweise für Dietmar. Seid ihr einverstanden, dass wir trotzdem, ich noch ein oder zwei Fragen nehme, dann vielleicht hier vorne bitte. Dankeschön. Tim Möschel aus Bayern. Also wir freuen uns über die letzten Umfragen. Jetzt sieht es ja konkret so aus in unserem Land, dass die Themen, die wir einmal eingenommen haben, ja mittlerweile sehr oft von den Rechten aufgegriffen werden. Also die AfD präsentiert sich mehr und mehr als Partei, die auch sozial ist. In Bayern wirbt sie damit, sozial ohne rot zu werden. Da haben sie Plakate und sie greifen uns damit Themen ab in gewisser Art und Weise. Natürlich werden sie es nie so verwirklichen, wollen sie es gar nicht so verwirklichen, wie wir es wollen, aber auf dem Papier oder in Gesprächen stellen sie sich natürlich so dar, als wären sie sozial. Meine Frage wäre diesbezüglich natürlich, wie wir diese Themen wieder für uns stärker einnehmen, wie wir das verhindern können, dass Rechte die Themen für sich benutzen und auch den Menschen auf der Straße in den Wohnblocks klar machen können, dass das keine Alternative ist, dass die Programmatik immer noch wahnsinnig neoliberal ist bei der AfD, wenn dieser neoliberale Teil auch zurzeit meiner Meinung nach etwas abnimmt und diese nationalsozialen Themen stärker werden. Aber wie können wir dem entgegenwirken? Würde ich erstmal die beiden Beiträge nehmen und danach dann noch auf Sie zurückkommen. Ich würde sagen, Dietmar, du fängst an und dann. Naja, wenn ich die beiden jetzt so beantworte, wie es notwendig wäre, ist die Zeit vorbei. Also ich muss es etwas holzschnittartig machen. Also ich könnte die Frage, wieso die Linke nicht bei 99% ist, gut 98 würden auch reichen, so beantworten. Ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht, weil ich finde, wir müssten da sein. Aber ich kann das auch sehr ernsthaft beantworten. Und ich glaube, dass es dort einige Gründe gibt, objektiver Natur, die auch für uns schwer beeinflussbar sind. Und es gibt Gründe, die wir sehr wohl beeinflussen können und wo ich der Auffassung bin, dass wir das auch tun sollten. Also ein Grund ist weiterhin das Thema Vergangenheit. Die Linke wird auch durch unsere politischen Konkurrenten, selbst in Bayern, dann immer wieder gern reduziert auf den Staatssozialismus und da vor allen Dingen alle seine Fehler. Diese Vergangenheit werden wir nicht los. Das ist nicht im Angebot. Und wir stehen in dieser Tradition, wir haben auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns damit immer auseinanderzusetzen. Und zwar nicht wegen den anderen, sondern um unser Selbstwillen. Das ist ein objektives Hemmnis, gerade für junge Leute in Bayern, ist das, wenn du dann hörst, du bist auch so ein SED-Fredi und manch einer sagt, was ist das denn? Ich übertreibe das etwas. Das Zweite ist, natürlich ist es so, dass die Macht in diesem Land woanders ist. Ich habe das vorhin gesagt. Also es ist leider nicht so, dass wir eine völlig gleichberechtigte Widerspiegelung in der Öffentlichkeit haben. Wir haben da viel erkämpft. Und ich war schon Anfang der 90er Jahre dabei, wo wir überhaupt nicht in den Medien präsentiert waren. Und wo, wenn überhaupt, die damalige PDS als Stasi-Partei oder SNI-Nachfolge bezeichnet worden ist. Da sind wir von weg. Wir sind insoweit anerkannt. Und ich glaube, dass wir hin und wieder mal darauf verweisen sollten, gerade wenn so eine Frage kommt, naja, liegen nur bei 10%. Naja, 10 bin ich mit im Moment zufrieden. Manchmal sind es auch nur 9, manchmal auch nur 8. Wir sind den Weg gegangen, als ich zur PDS kam, hatten wir gerade bei Bundestagswahlen 2,4% erreicht. Und ich glaube, hin und wieder müssen wir auch mal deutlich sagen, dass wir stolz auf diese Entwicklung sind. Denn wenn wir immer betonen, dass wir noch nicht über 50% sind, das führt nicht dazu, dass man sich uns dolle anschließt. Ich glaube, unser Weg, die Linke ist das erfolgreichste Parteiprojekt seit 1990, das ist so. Und dass wir in Bayern, also ich meine, wenn damals einer gesagt hat, es gibt mal eine bayerische Landtagswahl, wo wir ernsthaft die Chance haben, reinzukommen, also ernsthaft, nicht irgendwie nach 12 Bier, sondern ernsthaft, dann hätte jeder gesagt, auch das will ich erleben. Jetzt haben wir das, egal wie es ausgeht, wir haben eine solche Chance, wir sind in den Bundestag gekommen, also das dürfen wir meines Erachtens auch nicht gering schätzen. Und dann kommt natürlich der Punkt, den ich sage, es gibt ein paar Dinge, die wir besser machen können. Wir müssen uns immer wieder fragen, was können wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit, in unserer Präsentation, in unserem Werben für unsere Überzeugung besser machen. Da könnte ich jetzt einen längeren einstündigen Vortrag zu halten, den ich sein lasse. Und ich will zwei Bemerkungen zu diesen beiden Themen machen, was Migration betrifft. Ja, es ist so, dass wir als Linke es geschafft haben, als wenn das das zentrale Thema bei uns ist.
es bewegt Leute, ist ja unbestritten. Und es ist leider bei uns auch hin und wieder so behandelt worden auf der Folie innerparteilichen Auseinandersetzung. Ich finde das nicht sonderlich schlau. Wir haben in der Partei dort unterschiedliche Sichten, wir haben eine ganz klare Programmlage. Und ich will einmal deutlich sagen, linke Position ist ganz klar, dass jede und jeder dort, wo er geboren ist, sich frei entwickeln kann und seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln kann. Das ist linke Position, dann kann er frei entscheiden, wo. Dass wir jetzt dieses Thema in dieser Form haben, ist ja eben nicht der Seehofer, der sagt, Migrationspolitik ist die Mutter aller Probleme. Nein, das Problem ist die schreiende Ungerechtigkeit in der Welt und sind die Kriege dieser Welt. Und da trägt Deutschland für Verantwortung. Und das müssen wir als Linke voranstellen. Wenn wir uns einen Streit führen, der teilweise einer ist, der sehr, sehr grundsätzlich ist und wo die Frage offene Grenzen für alle Menschen oder nicht offene Grenzen für alle Menschen, die Frage ist eine Bekenntnisfrage. Das ist eine Bekenntnisfrage und wir haben da eine klare Programmlage. Wir müssen darüber auch nicht mehr umfangreich diskutieren und wir handeln in der Bundestagsfraktion dort immer geschlossen und konsequent. Deswegen finde ich, da müssen wir dahin kommen, dass wir auf die eigentlichen Probleme kommen und nicht selber erzählen, dass wir da so ein Grundsatzproblem haben. Ich weiß, dass wir unterschiedliche Sichten haben. Ich habe dort eine Differenz zu meiner Mitfraktionsvorsitzenden, aber es ist kein Problem. Wir können damit umgehen und können diese Dinge auch solidarisch miteinander reden, ohne dass wir das Signal geben, wir haben nur noch ein Thema und da vor allen Dingen zerstreiten wir uns. Ich finde, die zweite Frage ist eine viel zentralere. Die Zukunft Europas und die Rolle auch der Linken darin. Und meine Position ist dort ganz, ganz klar und eindeutig. Links ist internationalistisch oder ist nicht. Ich kann es auch ganz platt sagen. Der Genosse Marx, im Marx-Jahr 200 Jahre, der hat geendet mit Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und das meinte der auch so. Das heißt, dass ihr euch solidarisch zusammenschließen sollt. Das ist das Ziel und das muss natürlich zuallererst in Europa gelten. Das schließt doch überhaupt nicht aus, dass wir auch nationale Kämpfe führen. Aber zurück zum Nationalstaat, raus aus dem Euro, was in der Linken diskutiert wird, was auch legitim ist, das zu diskutieren, glaube ich, ist nicht der Weg. Das wäre jetzt ein eigener Diskussionspunkt, ein sehr eigener Diskussionspunkt, aber es ist eine wichtige, die ich nicht führen will, aber es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir auch mit Blick auf die ja jetzt anstehenden Europawahlen dort das, was Sie eingefordert haben, griffig kommunizieren können. Das ist das Europa, was wir wollen. Denn eines ist völlig wurscht, ob die Entwicklung EU-Euro. Die Konzerne agieren nicht nur europäisch, sondern sie agieren weltweit. Und wenn wir meinen, dass wir dagegen nationalstaatlich eher agieren können, dann sehe ich das als falsch an. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass natürlich der Einfluss der Linken auf EZB, auf europäische Institutionen eher sehr gering ist. Es gibt keinen linken Kommissar in der EU. Das ist alles wahr. Und ich finde, dass man auch diese Probleme ernst nehmen muss. Aber die Grundhaltung muss klar sein. Wir wollen, und das sieht man ja, die europäische Entwicklung ist eins, es wurden die Banken gerettet und die Menschen sind verloren gegangen. Und das sieht man überall. Die antieuropäische Haltung in Europa ist in allen Ländern gestiegen. Und das hat mit deutscher Politik zu tun. Jetzt könnte ich also eine längere Wahlkampfrede wie in Bayern dazu anschließen, was ich weglasse. Aber es ist eine der Herausforderungen, wo ich sage, auch da, wir können jetzt beim Thema Europa, wie man es falsch macht, weiß ich, dass wir jetzt verbittert diskutieren um jede Programmzeile. Das können wir machen. Aber ehrlich gesagt werden wir, wie im Übrigen nie, wegen Programmen gewählt. Das ist ja ein Irrglaube. Ne? Also bei Bundestagswahlen, da gibt es ja Analysen, lesen weniger als 1% ein Programm. Und wenn wir dann 10% haben, ist es weniger als 0,1% dieses Programm lesen. Das heißt nicht, dass ich das vernachlässigen will. Aber wichtig ist eine Haltung, die man ausstrahlt. Ist selbstverständlich auch eine Personalisierung. Und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, dass Europa für uns Linke eine Chance ist. Aber derzeit ist die Situation sehr schwierig, ist ja auch in Großbritannien nicht so ganz leicht. Und innerhalb der europäischen Linken weiß ich, dass die Diskussionen dort sehr, sehr kontrovers sind. Und der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Gregor Gysi, ist mit dieser Frage nicht so ganz leicht hat. Vielen Dank, Dietmar. Ich würde sagen, John, dass du vielleicht bei Europa anfängst und dann aber wir schon nochmal diese Frage, die zu tun hat mit, wie verhalten sich verschiedene Ziele, genau, die nehmen wir dann, kannst du im Schluss nochmal sozusagen wie antworten auf den Versuch von rechts, die soziale Frage zu reklamieren. Ein bisschen ja auch durchaus UKIP hat das ja auch versucht. Also, aber fangen wir vielleicht erstmal mit der Europafrage an. Hier war die Aussage, eine klare Haltung ist nötig für eine europäische Perspektive. Ich würde mal ein bisschen sagen, etwas zugespitzt, die Labour Party ist sehr gut gefahren 2017, dass sie sich
nicht ganz eindeutig verhalten hat, weil sie genau Wähleranteile sowohl im Leave-Lager als auch im Remain-Lager hatte. Aber irgendwann kommt ihr jetzt ja an den Punkt, wenn der Brexit ansteht, wo das möglicherweise nicht mehr funktioniert. Okay. Is it all right if I do also touch on the migration issue? Is that allowed? Because I think, you know, as with the EU, the migration issue, of course, you know, there are different views in the Labour Party. There are even different views on the left of the Labour Party. So I think I think there are some possible similarities. I'll do the EU first. So. I've already touched on why the EU is a difficult issue for us. I think the referendum has divided people. It's divided people not on the basis of their fundamental politics. It's, you know, it's more about their circumstances, and, you know, some people blame the EU, not necessarily correctly, for their plight, their detachment, the fact that they have been left behind by politicians of all parties who failed. Who have failed them in some way. There are historically people have taken different positions. So, you know, for many years, I think it's well known that both Jeremy Corbyn and John McDonnell tended to be anti-EU, and of course the British left, if you go back to the 80s, you know, we were generally anti-EU. I think I was a little too young to vote in the previous referendum we had in 1975. I was 2 weeks too young. I would have actually voted to stay in, but I changed my mind with the Ben period, but I changed it back again in the early 80s. So, I think that it's difficult for us to handle electorally. And that induces a pragmatism from the leadership about wanting to take both sets of voters, whichever position they had on the issue, with us. But I think we are, you know, we're all agreed about certain fundamental things. You know, the neoliberalism has failed the British economy. You know, it's failed British workers. British industry, I mean, German industry, I have to say, has done better on the whole than British industry. We are in a very much worse position. The financialization of the economy, has made some people who happen to live in the City of London or work in the City of London very wealthy. But that wealth has not trickled down very far in British society, and so most people in Britain and the vast majority of people who live outside the southeast are untouched by the benefits of financialization, but they're very much touched by the damage of financialization, which has meant that even 30 years ago, companies in Britain would have some, and employers had some regard for, the community, for the region, for, you know, the effect on people and places of decisions to close factories and, you know, move production somewhere else. Financialization, mean that, bankers have no interest in these things. You know, there's no such thing as a bank manager anymore. You know, there used to be bankers who knew the businesses that they dealt with. That's long since gone, the global elites have no interest in people or place. And, that's hit Britain very hard. And so we need an economic program on a completely different basis, which makes decisions based on people and not profit. The thing that we most need out of Europe, and this is true whether we stay in or whether we leave, is we need a commitment from other countries to an alternative to austerity. We need to have partners across Europe for sustainable growth.
and investment and jobs. I think that the pressures of climate change, by the way, are also, you know, not just in relation to the economy, but in more generally, also require a coordinated approach. So, you know, there is no go it alone for Britain. You know, and go it alone with a hard Brexit, you know, with a no deal Brexit, I mean, is even more insane than most options. And I think we're all agreed about that. So I cannot predict, you know, the what actually happens in Britain depends upon parliamentary arithmetic and tactics, and I cannot predict the outcome of that. But what I can say is that. You know, amongst the people, you know, we are going to, Momentum is going to consult our members in a few weeks about their views on Brexit. When we did that before the referendum, they supported staying in the EU by a majority of 3-1. But we had a much smaller membership then, and I don't know how much that will change. And I suspect there's also now the additional factor of loyalty, you know, there's loyalty to the leadership, and the fact that the leadership wants to retain this balanced position will have an effect on some people. So I can't completely predict that. But the fact that the bulk of the Labour Party's membership is in the South, you know, we have the parties in London, we have parties, you know, in a small area that have, you know, as many as 6,000 people, you know, in one borough. So I don't know what the equivalent would be in Berlin, but you have sub-districts in Berlin, so one sub-district, you know, which maybe has a population of 500,000, we have 600,000, you know, we can have as many as 6,000 members in our parties, whereas in Scotland, we might have no more than 100. Scottish parties are the smallest, which is a reflection of the complacency, actually, of the Scottish Labour Party historically. That's why we're doing so badly. And we failed because of the position in relation to the Scottish independence to recruit people. So that's where I think we are on the EU. Let me just refer to migration. There's no doubt that immigration was a factor in the original EU referendum, and it was a factor in the election. I think that it wasn't perhaps as racist a factor as that may appear. You know, I think, and it was much more about the combination of the kind of open borders within the EU and the lack of protection for workers' rights, or the inadequate protection for workers' rights. I mean, when Blair, you know, argued within the EU for labour market flexibility, he wanted free movement for all the wrong reasons. You know, it was precisely to undercut pay and conditions that he argued for that freedom of movement. And there are some parts of Britain where that is their experience, but in most big cities, and especially in London, it's a very different experience. You know, we absolutely depend upon foreign workers moving to Britain, so there are different views in different places. But actually, the one thing which I think is really consistent across the Labour Party is, you know, we have a very open attitude to refugees and asylum seekers on the left. And, the actual policy made by the Labour Party, which, by the way, was made not really because of Momentum or individual members of the party, but because of the trade unions, is to have planned immigration, I think is the line. But a very open offer to people in need of refuge and asylum. So maybe that means it's tougher on economic migrants than on refugees. And I think this goes back actually to the narrative of Blair when in government. You know, Blair was happy
to waive the restrictions which Germany and others made in the initial years of the expansion to Romania and Bulgaria, etc. Blair was happy to have open borders from the beginning because he actually wanted labour market flexibility because he believed in the labour market and a free labour market, i.e. without protections for workers. But as well as having those open borders, if you can call them that, within Europe at the time, he still talked tough about refugees and asylum seekers. And so there was an openness in policy, but he incited opposition to immigration in the narrative. And, I think that combination. And he did a similar thing on social security, on benefits, where he, or rather Gordon Brown, was generous in benefits and in tax credits to the poor, but at the same time talked about scroungers and strivers, which actually turned people against the social security system. It moved the Blair government. A Labour government moved public opinion to the right on those issues, and on immigration as well, and that is a very large part of the problem. The reason trade unions opposed, planned immigration is not really because of what they view on the policy, but of what their perception of the economic threats. It's because they're worried about all of the UKIP members amongst the trade union membership and how they will react. I think, that's why they voted that way. They didn't want to have to deal with the people angry at had they voted a different way. And so we have been landed with a more restrictive policy than Jeremy or Momentum members would really want. So finally, on the rise of the far right. At the moment we are having various discussions between trade unions and Momentum about launching a new anti-fascist, anti-racist initiative in Britain. We think we need to take it to a much higher level. The biggest problem in Britain is Islamophobia, actually. Islamophobia is rife in the Conservative Party. There's been a great deal of focus, as you probably know, on anti-Semitism in the Labour Party. There has been almost no focus on Islamophobia in the Tory Party, which actually is a much bigger problem. I do not wish to diminish the issue of anti-Semitism, but Islamophobia is, in real society, a very much bigger problem. And it is, of course, the same across Europe. Though it's not the only example of racism across Europe. It seems to me that we need to build alliances across Europe as well. I mean, it was scandalous. Was it 2 days ago? When the European Parliament voted to take action on Orbán in Hungary. And the Conservative Party supported Orbán. And the trouble is the EU has not been tough enough with the anti-democratic far right, in government in Italy, in Poland, in Hungary and elsewhere. It is an absolute disgrace and we have to together deal with that across Europe. Vielen Dank. Dietmar, du hattest noch eine Frage offen, sozusagen Umgang mit der sozialen Frage von rechts. Ja, ich will das wegen der Zeit auch ganz kurz machen, wobei ich das, was John eben gesagt hat, gerade beim Thema Migration, ich finde, dass es ein sehr diskussionswürdiger Zugang ist, das in dieser Form auch aufzunehmen. Also, es ist so, dass es in der AfD auch Auseinandersetzungen gibt, und zwar genau um den Kurs. Und gerade der Höcke-Flügel, der in besonderer Weise ja dem Nationalen zuzuordnen ist, versucht die soziale und die nationale Frage miteinander zu verbinden. Und man kann schlicht feststellen, dass es in einigen Fragen Ähnlichkeiten mit programmatischen Positionen von uns gibt.
Man kann jetzt auch böse sagen, in einzelnen Fragen haben sie abgeschrieben. Das trifft zum Beispiel bei dem Thema Rente zu. Ich glaube, dass man das nicht verhindern kann. Ich glaube aber nicht, dass damit, du hast gesagt, sie greifen das ab. Es ist unsere Aufgabe. Und das ist eine der zentralen, deutlich zu machen, wo Grenzen sind. Natürlich heißt es bei Ihnen immer nur für Deutsche. Und möglichst nicht mal für die Deutschen, die Migrationshintergrund haben, sondern nur für die Bio-Deutschen, wie einige sagen. Und unsere Aufgabe ist genau hier eben eine linke, eine emanzipatorische Position einzunehmen. Und ich glaube auch, dass das drin ist. Da dürfen wir aber schon in unserem Denken nicht zulassen, dass Sie das etwa ernsthaft betreiben können. Wir sind die Linken, wir stehen für soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Und wenn wir das deutlich machen und auch im Übrigen leben und beweisen, dann sind unsere Chancen dort größer. Meine These und alle Befragungen sagen relativ deutlich, die AfD wird nicht wegen ihrer Kompetenz, erst recht nicht wegen ihrer Kompetenz auf sozialem Gebiet gewählt. Das ist nicht der Grund. Es sind andere Gründe, die sie derzeit dahin bringen. Wir hatten ganz zu Beginn einen zentralen, die Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Demokratie, mit der bürgerlichen Demokratie, indem sie die Grenzen aufzeigen, was im Übrigen auch ein Stück weit ein Versäumnis von uns ist. Stärke der Rechten ist immer Schwäche der Linken. Aber hier bei dieser Frage ist die Ausgangsposition und unsere Chance meines Erachtens deutlich besser. Und das sollten wir überall, nicht nur jetzt in Bayern, das sollten wir überall deutlich machen. Nein, in der Praxis steht für Gerechtigkeit, für Solidarität stehen wir. Und wir verbinden das eben mit Antirassismus, mit einer feministischen Politik und mit vielen anderen Punkten. Das ist der Markenkern, da dürfen wir auch keine Luft dran lassen. Aber die Auseinandersetzung, die besteht, und da dürfen wir eins nicht machen, jetzt, weil die das auch machen und die das auch sagen. Ja, sollen sie es sagen. Das hat mit uns trotzdem nicht zwingend was zu tun. Ich habe das heute im Deutschen Bundestag erlebt, da wurde der Etat Arbeit und Soziales von Hubertus Heil besprochen. Und dann redete als erster danach einer von der AfD. Schon schlimm, dass einer von denen als erstes redet, das ändern wir beim nächsten Mal, aber nur ist das so. Und die Auseinandersetzung, die er führt, ist zumindest partiell eine ähnliche, die wir führen. Das darf uns auf gar keinen Fall davon abbringen, unsere Position in dieser Frage in großer Klarheit völlig unabhängig von denen deutlich zu machen. Also diesen Kampf müssen wir auch führen. Es ist derzeit halt so, dass wir eine Vielzahl von Kämpfen haben, die wir in den Parlamenten, die wir außerparlamentarisch, die wir neuerdings auch in den neuen sozialen Medien führen müssen, als großes Feld der Auseinandersetzung, da sind die im Moment uns ein Stück voraus. Das sind Aufgaben, die stehen. Und ich glaube, Aufgaben sind dazu da, dass man sie bewältigt. Wir haben jetzt diese Herausforderung und wenn wir das als Linke mit dem Ansatz machen, das ist ja bei Labour, das war eben total wichtig, was John gesagt hat, bei der Frage der Migration hat er im Kern gesagt, wir haben da auch alles in unserer Partei. Und wir haben es geschafft, das. Das ist die Aufgabe, die vor der politischen Linken überall in jedem Land national und auch europäisch steht. Bei allen Punkten, wo man diskutieren kann, wo es auch Differenzen gibt, ist die eigentliche Aufgabe, die Herausforderung, vor der die Linke steht, nämlich in diesem Kampf, der Kulturkampf von rechts ist und der leider bis in die Konservativen hereinragt und wo es Rechtsentwicklungen in der Gesellschaft gibt, diese Herausforderung anzunehmen. Und da ist der erste Punkt, dass wir unsere Debatten so führen, dass wir eine Attraktion haben und bei uns die Menschen, die die soziale Frage als eine zentrale ansehen, gewinnen können. Das meine ich, wenn wir das hinkriegen, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Vielen Dank, Dietmar. Wir müssen zum Ende kommen. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Ich möchte euch bitten, John, ob ihr noch in irgendeiner Weise in der EU bleibt oder auch nicht. Aber du hast gesagt, Anti-Austerity Alliances, dass wir auf jeden Fall eine gemeinsame linke Perspektive in Europa finden, innerhalb der EU oder außerhalb der EU. Ich denke, beide Fragen, die wir hier diskutiert haben, gerade aber nochmal der Umgang mit verschiedenen Fragen von Migration und Antirassismus, das sollten wir auf jeden Fall weiter diskutieren, weil es in der Tat ja offenbar im Moment eine der Fragen ist, die auch viele linke Parteien an den Rand der Spaltung bringt. Ich hoffe, das lässt sich vermeiden und progressiv überwinden. Du hast von Solidarität gesprochen. Ich glaube, das ist eine linke Kernbotschaft, die auch unser Demokratieverständnis ausmacht. Und Solidarität
Solidarität kann nicht exklusiv sein. Da, glaube ich, haben wir auch guten Grund zu argumentieren. Ich wünsche euch einen guten Parteitag in Liverpool mit fraglos spannenden Debatten, aber ich hoffe eben auch mit einer konstruktiven Auflösung, weil es ist ja wirklich schon absurd. Ich glaube, das darf man dann auch noch mal sagen. Also wenn noch jemand irgendwo auf die Idee kommt zu sagen, die traditionellen Eliten, die Upper Middle Class und Upper Classes hätten irgendeine besondere Fähigkeit, wenn ich mir Cameron und Johnson und all diese Gestalten anschaue, dann wirklich, also würde selbst die dritte Reihe der Labour Party, glaube ich, eine deutlich bessere Politik machen. Insofern hoffe ich, dass wir beides kriegen, ein zweites Referendum und Neuwahlen und dann mit Jeremy Corbyn, wie Dietmar das gesagt, gemeinsam um andere Mehrheiten in Europa kämpfen. Kämpfen ist dann auch das Stichwort für die Mietendemo, die hier gleich im Anschluss stattfindet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dietmar Bartsch, bei John Slansman und wünsche euch und uns noch eine gute weitere Tagung, Linke Woche der Zukunft. Danke.